heutigen Roblox Brookhaven Video gucken wir uns das nagelneue Update von Brookhaven an und ich sage euch, wie ihr den nagelneuen Game Pass Theme Pack kostenlos bekommen könnt. Vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Brookhaven. Leute, Brookhaven hat vorgestern, glaube ich, war es, ein Update gebracht. Ich hatte leider erst heute Zeit, das Update anzugucken, deswegen kommt das Video erst heute. Unsere Heizung ist ausgefallen und leider Gottes ist mein Hund mal wieder krank. Er wird ja bald 16 Jahre und ihm geht es gerade nicht so gut. Und ich hatte ehrlich gesagt gestern mega Angst, dass er stirbt und deswegen habe ich gar nichts am Computer gemacht. Ja, falls ihr ihm gute Besserung wünschen wollt, dann schreibt es doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Er heißt Kenny. Ich hoffe sehr, dass er wieder gesund wird und dass wir noch ein paar schöne Monate oder vielleicht sogar Jahre haben. Aber ja, deswegen kam gestern kein Video und heute geht es ihm aber ein bisschen besser. Und deswegen dachte ich mir, ich springe ganz kurz nach Brookhaven und zeige euch nicht nur das neue Update, sondern einer von euch kann den neuen Game Pass von mir bekommen. Die Game Passes findet ihr hier und der neue Theme Pack Game Pass kostet 750 Robux. Wie ihr seht, habe ich ihn mir noch nicht gekauft. Wir kaufen ihn natürlich jetzt auch sofort, dass ich ihn euch noch einmal zeigen kann, was ihr gewinnen könnt. Aber Leute, ganz, ganz wichtig ist, ich werde euch einen Gutscheincode schicken. Ich werde mich nicht in euer Spiel einloggen, denn das ist verboten. Jeder, der sagt, er gibt euch Robux oder gibt euch irgendetwas und ihr müsst euren Account hergeben, tut es nicht. Das sind Scammer. Ich wiederhole, das sind Scammer. Tut das nicht. Ihr bekommt von mir eine Freundschaftsanfrage und dann schicke ich euch den Gutscheincode per Roblox-Chat. Und ja, so wird es funktionieren. Wie ihr genau mitmachen könnt, erfahrt ihr natürlich wie immer im Laufe dieses Videos. Aber als allererstes gucken wir uns die paar Themes an. Um die Themes zu sehen, drückt ihr hier oben auf das kleine Männchen. Und dann sehen wir hier schon die verschiedenen Themes. Wir haben auch kostenlose Themes, die könnt ihr euch natürlich gerne angucken. Ich zeige euch heute die Themes, die ihr letztendlich bekommen könnt, wenn ihr den Game Pass von mir gewinnt. Und ich hoffe, ihr freut euch. Das ist das allererste Mal, dass ich in Brookhaven irgendwas verlose. In Adopt Me mache ich das ja mega, mega häufig. Und ich dachte mir, jetzt ist es mal Zeit, in Brookhaven das zu machen. Vor allen Dingen, der kostet 750 Robux. Und es ist halt richtig, richtig viel. Und ich glaube, ganz viele Leute werden sich mega krass freuen, wenn sie diesen Game Pass bekommen. Okay, wir nehmen mal den hier. Ein paar Sekunden später. Okay, ganz kurze Info. Ihr müsst neu starten, wenn ihr den Game Pass nutzen wollt. Das heißt, wir gehen rein in die Game Passes und wir laden den ersten Game Pass. Oh mein Gott. Okay, das ist quasi das verlassene Brookhaven. Ach du grüne Neune. Oh nein, sogar die Bäume sind gestorben. Ach komm, ist doch nicht euer Ernst. Okay. Oh mein Gott, es ist quasi eine Geisterstadt, Leute. Guckt euch mal das an. Hier ist alles kaputt. Okay, das ist der erste Game Pass, den ihr bekommen könnt für den Theme Pass, den ich einem von euch schenken werde. Okay, Zeit für das nächste Theme. Das sieht mega, mega gut aus. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir schnappen uns jetzt einfach mal ein Pferdchen. Ihr wisst, ich liebe Pferde. Wir rennen jetzt einfach mit dem Pferdchen rum, als ob. Oh, willkommen in der Zukunft, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott, hier kann man so viele Roleplays ab sofort machen. Das ist mega cool. Guckt mal hier das Penthouse-Logo. Also das ist ja auch ein Game Pass hier. Den habe ich mir auch mal gekauft. Wow. Leute von heute, schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare, habt ihr das neue Update schon ausprobiert? Und habt ihr vielleicht sogar den Game Pass schon gekauft? Und habt ihr schon gespielt? Ich kann mir vorstellen, dass es einfach mega, mega Bock macht. Oh mein Gott. Wow. Das ist wirklich die Zukunft. Guckt euch mal das an. Überall LEDs und Bilder und oh mein Gott. Wow. Das liebe ich bis jetzt am meisten. Sogar der Baum ist irgendwie voll LED, oder? So, ich habe mir jetzt ganz kurzfristig eine Casey gemacht. Oh mein Gott, das Pferd springt jetzt auch anders. Ich habe das Gefühl, das Pferd springt jetzt irgendwie auch ein bisschen anders. Ich habe mir jetzt eine Casey gemacht, für alle, die sich gerade fragen, was eine Casey ist. Das ist meine verstorbene Stute. So, okay, ich möchte mich eigentlich nicht trennen von diesem Theme. Und für alle natürlich, die den Game Pass nicht bekommen können, ist es natürlich traurig, dass es ein Game Pass ist, der Geld kostet, weil das ist
das ist richtig cool. Aber vielleicht habt ihr ja einen Freund und könnt mit dem gemeinsam dann spielen, der dieses Theme letztendlich anwählen kann. Ich wollte nicht auf den Editor, ich wollte das nächste Theme nehmen. Okay. Das nächste Theme ist ein Geburtstag? Bin mir nicht sicher, Leute. Ist es ein Geburtstag? Oh mein Gott, es ist alles rosa. Oh, als ob. Da kann ich mir zum Beispiel an Valentinstag vorstellen. Das sieht irgendwie für mich aus wie Valentinstag oder wie ein Geburtstag von jemandem Besonderen. Nein, ich hätte gesagt, es ist Valentinstag. Oder schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, ist es Valentinstag oder nicht? Ich glaube, da kann man wunderschöne Roleplays an Valentinstag machen. Oder hier kann man einfach wunderschön spielen, wenn man rosa mag und pink und so, wie ich persönlich. Ich finde die Map richtig schön. Als ob. Ich meine, vermutlich alle Jungs denken sich, ja, bleh, geh weg mit rosa. Aber für uns Mädchen ist es irgendwie richtig was Krasses. Also, ich find's cool. Okay, das nächste Theme sieht irgendwie aus, als wenn da auch irgendwas Schlimmes passiert wäre. Oh ja, guckt mal. Hier ist vermutlich irgendwie ein Aufstand gewesen. Randale? Randale in Brookhaven? Oh mein Gott, Krieg! Oh mein Gott, das ist mega creepy. Guckt mal, Leute. Da ist ein Helikopter. Und sogar das Brookhaven Airport Sign ist hier runter. Oh, im Store brennt auch alles. Als ob. Ich hoffe, ihr hört das Klopfen nicht. Mein Nachbar klopft gerade irgendwas in die Wand an Sonntagmorgen. Ich weiß nicht warum. Leute, da ist ein Pferd. Bedeutet das, dass wir irgendwas Cooles fürs Pferd bekommen haben? Dakota Trail? Lustig, weil mein Charakter heißt Dakota Raintree in Star Stable. Ladybug Trail. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott, wir können springen. Wartet. Hui. Das sieht jetzt auch professioneller aus, oder? Ich schaff's nur nicht. Ja, moin. Okay, wartet, wir kriegen's hin. Und Casey, hui. Sehr gut, okay. Jetzt wartet mal, jetzt wird's dunkel. Ich möchte nicht, dass es dunkel wird. Ich bin hier Gott sei Dank auf meinem eigenen Server. 12 p.m. Stop time. Let's go. Als ob. Okay, let's go, Casey. Jetzt fehlt's eigentlich noch, dass das Pferd auch Schritt gehen. Können wir auch irgendwie Schritt gehen? No. Nee, wir können leider nicht Schritt gehen. Ein Schritttrab fände ich noch richtig cool. Aber das hier ist nice, Leute. Wir können hier einen richtigen Trail gehen. Oh, oh. Ja, ja. Okay. Liebes Brookhaven-Team, ich hätte gesagt, es ist vielleicht ein bisschen steil. Aber ansonsten richtig cool. Oh mein Gott, und hier kann man sogar Picknick machen. Das ist ja nice. Da kann man sein Auto parken. Wow. Ich bin richtig begeistert. Das ist richtig schön. Das nächste Theme ist, glaube ich, das gleiche Theme, das wir gerade hatten, oder? Weil es hat ja auch Ballons, nur in einer anderen Farbe. Oder? Ist jetzt Leimgrün? Das ist cool. Oha. Das nächste Theme ist quasi ähnlich wie das Theme, das wir gerade schon gesehen haben, nur es ist nicht ganz so heftig. Also wir haben hier nicht mega krasser Krieg, sondern bei uns brennt es einfach. Also seht ihr das? Überall brennt es. Wow, die Themes sind richtig, richtig cool. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir die kostenlosen Themes noch nicht angeguckt. Sind die genauso cool? Weil das ist ja mega, mega nice. Guckt mal, hier innen drinne brennt alles. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Guckt mal das an. Das sieht mega krass aus. Das vorletzte Theme, glaube ich, ist es jetzt gerade. Ja, das vorletzte Theme. Oh mein Gott, ist es für einen Helikopter? Oh, das ist ein Rennen für den Helikopter. Oh mein Gott, habt ihr das gemacht? Ist es schwer? Und alle so, ja, Sandy, kriegst du eh nicht hin. Ja, ich glaube euch das, dass ich das nicht schaffen werde. Oh mein Gott, das wäre auch eine coole Challenge, oder? Das zu schaffen, irgendwie in einer speziellen Zeit oder so. Nicht, dass ich das jemals hinkriegen würde, aber eine gute Idee. So, letztes Theme. Ich bin gespannt, man kann nicht wirklich erkennen, was es sein wird. Ist es jetzt wieder eine andere Farbe als gerade eben? Leute, was ist jetzt genau hier passiert? Haben wir jetzt noch Gelb dazu bekommen? Ist es dasselbe, nur in Gelb? Ja, guckt mal. Wir haben einmal Gelb, einmal Rosa und einmal Grün. Das ist cool. Nein, das gefällt mir richtig gut. Dann hat letztendlich jeder eine Farbe, die ihm wahrscheinlich gefällt. Also, wahrscheinlich?
Und wenn ich mir jetzt überlege, welche Map mir am besten gefällt, ist es definitiv immer noch diese Map hier. Das sind jetzt die kostenlosen Maps. Es gibt insgesamt 3 kostenlose Maps, oder? Die hier und die hier. Ist es eine Rennstrecke? Als ob. Okay, das ist eine Rennstrecke. Das heißt, wir haben eine Rennstrecke für die Flugzeuge und eine Rennstrecke für die Autos. Wir haben hier verschiedene Farben. Das bedeutet vermutlich, dass wir hier verschiedene Strecken haben. Oder? Ja, guckt mal hier. Seht ihr die Farben? Das heißt, man muss immer einer Farbe nachfahren. Richtig cool gemacht, oder? Wow. Das Update ist mega, mega cool. Außerdem, ihr seht gerade schon, ich habe, glaube ich, was Neues an. Haben wir richtig coole neue Sachen bekommen für... Ach so, da muss ich von Casey absteigen. Ein paar Sekunden später. Wir haben richtig viel coole neue Klamotten bekommen. Ich nehme mal an, auch für die Jungs. Ich habe ehrlich gesagt nur bei den Mädchen reingeguckt und ich liebe die neuen Klamotten. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr das neue Update? Falls ihr euch jetzt gerade fragt, wie ihr das Theme Pack gewinnen könnt, also das Theme Pack hier für 750 Robux, es ist ganz einfach. Ihr seid Abonnent des Kanals, das heißt, falls ihr es noch nicht seid, abonniert den Kanal, liked das Video, folgt mir auf Roblox, es geht ganz einfach. Ihr müsst in Roblox einfach auf die 3 Punkte klicken, auf Folgen und dann folgt ihr mir auf Roblox. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung und schreibt in die Kommentare euren Roblox-Namen. Wenn ihr gewonnen habt, dann werde ich euch natürlich kontaktieren und euch den Gutscheincode im Roblox-Chat zusenden. Wenn dieses Video, ich hätte gesagt, 2500 Likes bekommt, werde ich den Code verlosen und eben den Gewinner dann wie immer in die Kommentare anpinnen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück. Ich habe extra 2500 Likes gemacht, denn ich hatte ja auch einen Ghost Dragon verlost mit 3000 Likes. Das hat es leider nie geschafft. Deswegen denke ich, 2500 Likes ist hoffentlich möglich und ich wünsche euch allen ganz, 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 ganz viel Glück. Und wie gesagt, kommt einfach dann hierher zurück, guckt in die Kommentare und dann werdet ihr sehen, wer das Theme Pack gewonnen hat. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!